dem Weg zum Bunker der Könige? Du wirst reichlich zum Plündern finden. Aber pass auf, ich habe gute Leute dort verloren. So, jetzt geht's weiter mit Zombie. Und nicht vergessen, damit wir den Überlebensmodus schaffen, ist es, wenn man es auf Nummer sicher machen möchte, einfach nach jedem Schlafen legen, das Spiel abschließen, den Spielstand dann manuell in die Cloud hochladen und wenn man drauf geht, diesen Stand manuell wieder runterladen und das Game weiterspielen. Monitore und Lautsprecher. Ich heiße Peter Knight, Assistenzarzt im Royal Household. Also keine Angst, Sie sind nicht verrückt. Tja, kommen Sie ins Labor, okay? Vielleicht war er vernünftiger als wir anderen. Entschuldigung, ich weiß, das ist das reinste Labyrinth. Aber das ist gut so, da es Eindringlinge fernhält. Ich schätze, ich sollte Sie warnen. Hier treiben sich auch ein paar Infizierte rum. Eigentlich Omega Group Leute, aber... Tja, jetzt sind sie infiziert. Eine Schande.
Willkommen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber bitte berühren Sie nicht. Das ist wichtige Forschung. Ich mache hinter Ihnen zu. Sicher ist sicher. Leider kann ich Sie nicht persönlich empfangen. Das ist für uns beide sicherer, verstehen Sie? Ich suche ein Mittel gegen diese schreckliche Seuche, wissen Sie? Leider habe ich viel zu wenige Versuchsobjekte. Weh, diese armen Omega-Leute. Nicht meine Sternstunde, fürchte ich. Entschuldigen Sie bitte. Sie können mir gewiss helfen. Immer mit der Ruhe, altes Mädchen. Gut. Also, Folgendes können Sie tun. Es gibt ein Buch, De Rimini Secreti von Konrad Gessner. Ein faszinierendes Werk, aber ich brauche dies persönliches Exemplar mit seinen Anmerkungen. Ich glaube, es ist in der Palastbibliothek. Aber ich fürchte, dafür muss man nach oben. Wären Sie so gut? Der Bunkeraufzug bringt Sie hoch. Okay, du bist noch grün hinter den Ohren. Aber versuch zu zielen, bevor du abdrückst. Ich habe in dem Spiel natürlich so oft wie möglich gespeichert und bin ins Safehouse gegangen, damit ich im Falle des Todes nicht so viele oder lange Passagen nachholen muss. Wieder da? Wohl kein Glück bei der Suche nach Gessners Buch gehabt, hä? Tja, schade. Aber ich muss zurück an die Arbeit. Nehmen Sie sich einfach, was Sie brauchen, ja? Übrigens, ich hoffe, die Musik stört Sie nicht. William Byrd, der Lieblingskomponist Elizabeths I. Mir hilft es bei der Arbeit. Sehr beruhigend.
Das machen sie wirklich gut. Die Wachen, die tun mir leid. Eigentlich gehöre ich auch zur Omega Group. Ich habe als Sanitäter begonnen, dann wurde ich hierher versetzt. Eine Schande. Die Jungs waren Elite-Soldaten. Nicht traurig, sie so sehen zu müssen. Was mir in dem Game ganz gut gefällt, sind dass teilweise Ansagen vom Prepper direkt aus dem Controller rauskommen. Das ist ganz gut für die Stimmung. Und die Stimmung allgemein an dem Game finde ich ganz gut. Wenn das Spiel auch nicht unbedingt mit guter Grafik und guter Steuerung punkten kann. Die Steuerung ist leider ein bisschen träge. Der Engel schalt mich. Unwissen war die Blöße, die euch zuerst peinigte. Und die erste Plage, welche den Menschen heimsuchte, war das Streben nach Wissen. Denn durch das Wissen erkennet ihr nicht euer Selbst.
Die Kranken werden sofort von der Seuche infiziert. Dort, wo das Gift in den Körper eindringt. Heftige Krämpfe folgen und ihre Adern werden so schwarz wie Tinte. Und böses Blut verzweigt sich wie die Äst eines giftigen Baumes. Greift um sich wie die Wurzel einer lebenden Pflanze. Getrieben von widernatürlicher Hast. Schön anzusehen, wäre es nicht so verhängnisvoll. Ich habe hier einen kleinen Sprung gemacht, weil ich zwischenzeitlich zum Speichern den langen Weg zurückgegangen bin und wieder hierher gekommen, weil ich gewusst habe, dass hier gleich eine kleine Meute an Zombies auf uns zukommt. Ah!
Die Kranke muss gebändigt werden und ist durch kein Kräuterabsud zu besänftigen. Sie scheint unersättlich und nichts, was ich ihr gebe, kann ihren ungeheuerlichen Appetit stillen. So als würde sie von einem schändlichen Impuls getrieben, alles Leben in ihrem Umkreis zu verschlingen. Gestern befreite sie sich von ihren Fesseln und hätte unser Pferd lebendig ausgeweidet, wäre ich nicht bei Zeiten beigesprungen. Mich schaudert angesichts des erbärmlichen Loses, zu dem der Mensch verurteilt ist. Eine wandelnde Hülle, ein leeres Gefäß, das nur existiert, um seine Gier nach Fleisch zu stillen. Wissenschaftler, Alchemist und Naturphilosoph zu Zeiten Elizabeth I. Vielleicht sogar Spion. Unglaublich. Und wissen Sie, Dr. Dee schrieb eine Warnung bezüglich dieser Seuche. Oh, Entschuldigung, ich muss. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als Dekokt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nenne. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen zurückdrängt. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch, Gott sei es geklagt, erlag sie einem letzten Anfall und hörte schließlich, Gott sei es gedankt, für immer zu atmen auf. Gebe Gott ihrer Seele Frieden. Ich bin überzeugt, dass dies Werk praktische Hinweise enthält, die zu einer Lösung führen. Möglicherweise den Schlüssel zu unser aller Heil. Hier auch ein kleiner Sprung, weil wir extra in den Ruheraum zurückgegangen sind, um den Spielstand zu speichern und neu in die Cloud hochzuladen.
Wie ich sehe, haben Sie gestern das Buch gefunden. Ich hoffe, es gab keinen Ärger. Reichen Sie es durch, ja? Oh, warten Sie. Da ist noch was. Das Ding, das Sie da haben, sieht aus wie das, was die Omega-Jungs rumtragen. Würden Sie mal rüberkommen, um diesen Infizierten mit mir zu scannen? Wir brauchen eine vollständige Analyse, um die infizierte Drüse zu isolieren. Der menschliche Körper ist wirklich faszinierend. Selbst wenn alle Lebensfunktionen erloschen sind, kämpft er weiter gegen die Infektion an. Fantastisch, hä? Das dachte ich mir. Sie müssen ihn erst von seinem Elend befreien. Füllen Sie die Spritze dann mit den Antikörpern aus der infizierten Drüse. Diese Spritze wird ein Viruzid synthetisieren. Eine Art Gift, überaus tödlich. Es reicht für eine Injektion, aber Sie können sie jederzeit an anderen Probanden nachfüllen. Nun, dafür muss ich Sie aber um noch etwas bitten. Ein zweites Buch, das Studium Contagione. Das Studium der Infektionen, von die höchstpersönlich. Sehr selten. Aber ich weiß, dass Ron Friedman eine Kopie besitzt, in seiner Wohnung in der Brick Lane. Ron gehört zu den Raben, wissen Sie? Okay, du bist noch grün hinter den Ohren. Aber versuch zu zielen, bevor du abdrückst.